Wash. Naja, wir sind ja dafür bekannt, dass wir keinen Humor haben, ne? Wir Deutschen. Und dann, naja, du machst schon. Aber die denken halt im Ausland immer, wir Deutschen haben keinen Humor. Und dann haben die gesagt, okay, wenn mal ein deutscher Comedian kommt, dann sind wir überrascht, ne? Und dann haben sie gelacht und haben sie nachher gesagt, okay, das muss der Einzige sein, der lustig ist. Und dann haben sie da so eine Kritik geschrieben. Und ob das dann so ist, ist natürlich Quatsch. Es gibt ja so viele lustige Deutsche. Zum Beispiel heute Abend, ne? So viele tolle Comedians, genau. Man hat mich hier weggeschickt, ne? Die haben so gesagt, irgendwie geh mal weg und lern mal. So, das war wie so der, weißt du, der Wandersmann. Und dann bin ich ins Ausland. Ne, ich habe in Belgien angefangen, Comedy zu machen auf Englisch und bin dann nach London gegangen und habe dann da, weil das ist ja so die Hauptstadt der Comedy, ne? Und habe dann da auf Englisch das gemacht und das lief super und wurde dann da sozusagen professioneller Comedian. Und irgendwann wurde ich dann angesprochen, willst du nicht mal was in Deutschland machen? Da habe ich gesagt, wo liegt denn das nochmal? Schon wieder vergessen. Und dann bin ich nach Deutschland und dann hat das ganz gut geklappt. Und dann, genau, bin ich jetzt hier in Köln im Waschsalon. Ob das jetzt ein Aufstieg ist? Nein, Quatsch, natürlich. Das ist natürlich ganz witzig, weil ich komme dann in Deutschland, werde ich immer so als der Londoner bezeichnet und in England immer als der Deutsche. Hauptsache, keiner will was mit mir zu tun haben, weißt du, so, die sagen dann immer, du bist jetzt irgendwie anders und so, ne? Und aber das kann ja auch ganz gut sein. Aber ich glaube schon, dass man ist natürlich beeinflusst von dem, was man macht und wo man es macht, ne? Und jetzt die Londoner Comedy ist ja anders als die Deutsche, obwohl sich das mittlerweile auch viel mehr vermischt. Und deswegen ist mein Stil wahrscheinlich schon eher London geprägt. Aber wenn du halt das genauso machst wie da, funktioniert es ja hier auch nicht. Man muss sich ja dann so ein bisschen anpassen. Ne? So wie Mesut Özil sich ja auch bei Arsenal jetzt anpassen muss. Und es klappt ja auch nicht immer. Genau. Also man muss erst lernen, sozusagen, wie es dann funktioniert, da wo man jetzt gerade ist. Katastrophal. Ich komme nie wieder. Es war also furchtbar. Das Publikum ein Desaster. Der ganze Laden furchtbar. Also das war nichts. Ne? Das wissen ja alle. Ist auch zu warm und alles, ne? Und die Waschmaschinen stören und so. Also ich glaube, das war ein einmaliges Experiment und das müssen wir auch nicht wiederholen. Ich hau jetzt gleich wieder ab im ersten Flieger mit EasyJet, genau, Köln, Bonn, London und dann bin ich wieder weg. Da würde ich hungern wahrscheinlich. Ja, so reicht es ja gerade für ein Butterbrot. Nee, ich weiß nicht, ich kann sonst auch nicht viel, glaube ich, so richtig. Alles so ein bisschen halt, ne? Wie das so ist. Man kann alles so ein bisschen, man könnte was anderes machen, aber das klappt dann nicht ganz so gut, glaube ich. Aber ich könnte vielleicht mal, da müsste ich mal länger drüber nachdenken. Ich wäre, glaube ich, gerne Dachdecker, weil ich bin ja so groß und ich würde dann halt auch wir könnten das Gerüst sparen, weißt du, und die Leiter und ich könnte direkt oben, aber das ist auch albern. Nee, vielleicht auch einfach nichts tun. Harzen. Ihr braucht ja große Kameraleute. Wie man sieht, das wird ja hier so von unten nach oben gefilmt, weil der Kameramann nicht lang genug ist. Also das wäre eine Alternative, wenn ihr noch längere Kameraleute braucht, dann sattel ich um. Da kann ich von oben nach unten. Das wirkt ja dann auch sozusagen ein bisschen erhabener. Man wird zu einer Pyramide dann, wenn man dick ist, oder? Wenn man von oben gefilmt wird, das ist dann so der Fluchtpunkt. Also ich bewerbe mich hiermit als Kameramann. Das heißt ja, du verlierst dann deinen Job. Gut, da müssen wir dann. Es gibt immer Opfer, die man bringen muss. Mal sehen. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich die Tipps hier verraten würde, oder? Dann würde mir ja jemand den Job wegnehmen. Das ist ja so, als wenn der Kameramann mir jetzt sagen würde, wie man es richtig macht. Und das macht er ja auch nicht, weil er weiß, dann wäre ich sozusagen der Erste, der den Job nimmt. Tipps, wie man es international richtig macht, am besten Witze erzählen, die nicht gut ankommen, sage ich jetzt. Ne? Das ist so als Tipp, damit die Leute nicht erfolgreich. Ist schon klar geworden, oder? Genau. Ja, die sollen generell nach London fliegen alle, ne? Das ist ja eine schöne Stadt. Doch, ich bin jetzt schon öfter mal in Deutschland, das ist ja auf meiner Internetseite, steht das so alles drauf, die man eh nicht findet, also gebt euch gar keine Mühe. Und da stehen dann die Termine und ich mache viel für den Quatsch Comedy Club und für so ein paar andere Sachen in Deutschland, genau. Und das ist schon ganz lustig, die Mischung macht's ja, ne? Genau. Erst, was sie zu mir gesagt haben in New York am Flughafen war, Sir! What's the purpose of your visit? Is it business or pleasure? Da habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, Business, Pleasure, what is a terrorist attack?